Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute die Top 7 Antivirus-Systeme an und ich zeige dir gleich mal, was für dich drin ist in diesem Video. Genau, inhaltlich haben wir einmal die Übersicht, welche Viren gerne überhaupt getestet werden. Dann schauen wir uns an, wann die ganzen Virenscanner gegründet wurden und in welchem Land. Danach kommt die Bewertung, wahrscheinlich für dich am interessantesten. Da wird auf den Schutz geschaut, auf die Geschwindigkeit und auf die Benutzbarkeit. Zum Schluss gibt es noch ein Fazit von mir. Und ja, ich würde sagen, beginnen wir gleich mal und let's go! LH Cyber Security. Part of IT. Gut, Virenscanner. Welche Virenscanner habe ich für dich aufgelistet? Und natürlich habe ich hier die besten ausgesucht. Und zwar nach Schutz. Also hier sind die, die am besten schützen auf jeden Fall. Klar, es gibt auch noch mehr, aber das sind halt so die Top-Kandidaten. Die sind auch am bekanntesten. Genau, und halt auch am sichersten. Genau, beginnen wir gleich mal mit Kaspersky. G-Data, Bitdefender, McAfee, EZ, Avast und Norton. Die schauen wir uns genauer an und so kannst du dir dann easy anzeigen lassen oder ich zeige dir dann easy, welche Virenscanner für dich am optimalsten ist. Gut, schauen wir uns an. 1982 wurde der erste Virenscanner gegründet aus unserer Liste, Norton. Und ist auch relativ bekannt, wurde in der USA gegründet. Dann kamen auch schon gleich die Deutschen mit G-Data, kommt aus Bochum und Deutschland. Danach 1987 wurde McAfee gegründet, auch wieder in den USA, auch relativ bekannt. Dann 1988 Avast in Tschechien. Dann kommt ESET in der Slowakei 1992, Kaspersky 1997 in Russland. Hier sollte man sich vielleicht auch Gedanken machen in dieser Ansicht, wo man seine Daten überhaupt hin tun will. Also in welches Land. Virenscanner sammeln ja natürlich auch ein bisschen Daten und sind halt tief im System verankert. Deswegen sollte man hier sich Gedanken machen und deswegen siehst du diese Tabelle auch hier gerade. Genau, Bitdefender Rumänien. Ich tue mich nochmal auf die andere Seite, dann siehst du gleich alles nochmal komplett. Genau. Gut, kommen wir jetzt zur nächsten Folie. Schutzwirkung ist das Wichtigste in unserem Bereich natürlich, Cyber Security und halt auch bei dem Virenscanner ist die Schutzwirkung das Entscheidendste und deswegen habe ich für dich hier alle ausgesucht, die eine hundertprozentige Schutzwirkung haben. Wir sehen hier den Industriedurchschnitt, der ist zu 98,8% ist der Durchschnitt und das ist eben hier, wie die anderen sind. Also wir sehen, die, die ich ausgesucht habe, sind alle hundertprozentig, ja, haben alle 334 Samples, also Viren-Samples, also Viren mit hundertprozentiger Chance erkannt. Also die haben alle Viren gefunden, also sogar Zero-Day, also Schutz gegen Zero-Day-Malware, also Echtheit, also echte Welt. Szenarien. Genau. Und schauen wir uns die Erkennungsrate von dem bekannten Malware an. Da ist der Industriestandard 100. Sollte auch so sein. Denn es wäre natürlich schlecht, wenn bekannte Viren nicht schon gefunden werden. Sollte jeder Virenscanner drauf haben. Hier auch nochmal 100%. Meine Quelle ist AV-Test. Genau, da waren es dann 12.316 Viren, die getestet wurden. Dann kommen wir jetzt zur Geschwindigkeit. Auch natürlich sehr interessant, wenn wir nicht wollen, dass unser PC langsamer wird durch Virenscanner, was leider der Fall ist, sollten wir hier einen Wert drauf legen und wir sollen auch genau anschauen, was langsamer wird. Manche Virenscanner werden im Bereich Internet langsamer, manche Virenscanner im Bereich Execution, also Ausführen von Programmen. Und da musst du halt für dich bestimmen, welcher Virenscanner genau die Sachen nicht so langsam macht, die du halt häufig benutzt. Gut, schauen wir uns die Statistik nochmal genauer an. Wir sehen hier Verlangsamung beim Surfen ist der Industriestandard 17%, Verlangsamung beim Downloaden ist der Industriestandard 1%
und Verlangsamung bei Anwendung ist es 9%. Nochmal kurz erklärt, Industriestandard sind einfach alle Virenscanner, die hier getestet wurden. Es sind ungefähr 20 Stück gewesen. Hier aber nur die Top 7 für dich schön aufgelistet. Genau, dann schauen wir mal an, hier bei Verlangsamung beim Surfen. Kaspersky hat hier 13% Einschränkungen oder 13% langsamer eben als ohne Virenscanner. G-Data 14%, Bitdefender 25%, McAfee 10% und ESET 23%, auch krass. Avast sogar 31% und Norton LiveLock 9%. Jetzt fragen wir uns so, wieso sind hier so große Unterschiede? Ja, teilweise scannen manche Virenscanner eben stärker das Surfverhalten und deswegen wird auch der Browser langsamer. Wenn stärker gescannt wird, wird auch das System langsamer. Natürlich muss man hier abwägen, ist es effizient gescannt worden oder nicht. Das sieht man leider hier nicht genau. Aber man kann davon ausgehen, wenn die Verlangsamung hoch ist, ist auch der Scan stärker. Also mehr Sicherheit. Genau. Ja, Norton ist schon lange im Game, deswegen haben die es hier geschafft, 9% zu schaffen. Also hier ist Norton der Gewinner. Auf jeden Fall, wenn ihr oft surft, holt euch Norton sozusagen. Und ja. Genau, Verlangsamung beim Download, da ist der Industriestandard 1%. Kaspersky hat es geschafft, dass hier gar kein Unterschied ist. G-Data 2%, 1% bei Bitdefender, McAfee auch 1% und ESET 4% und Avast 1%. Ich tue mich schnell nochmal rüber, dann seht ihr das schnell. Genau, habt ihr es gesehen? Ich hoffe doch. Gut, kommen wir zur Verlangsamung von Anwendungen. Hier ist der Industriestandard 9% und Kaspersky hat eben hier 7%, also unter dem Standard Verlangsamung. Dann G-Data 13%, Bitdefender 8%, McAfee auch wieder 8% und ESET auch 8% und Avast 18%, auch ja ziemlich viel. Und Norton hier auch ziemlich guten wieder mit 8%. Genau, hier eben überlegen, was für euch wichtig ist und dann hier dem Virenscanner einen Punkt geben oder halt entscheiden. Ich tue mich nochmal rüber, dann seht ihr nochmal alles. Genau, dann kommen wir jetzt zur Benutzbarkeit und zwar ist die Benutzbarkeit natürlich auch sehr entscheidend, denn wir wollen ja, dass wir wenige falsche Erkennungen haben, also fälschliche Erkennung von normaler Software. Zum Beispiel, dass unser Word gelöscht wird oder blockiert wird. Sowas ist hier halt gemeint. Eben, dass normale Software, die kein Virus ist, als Virus erkannt wird. Hier wurden auch wieder 1 Million Samples circa sogar getestet. Also Dateien oder Software eben. Und hier ist tatsächlich ein kleiner Virenscanner herausgestochen. Oder ein Virenscanner herausgestochen. Und zwar der Bitdefender. Ich nutze selber Bitdefender. Und das ist mir auch schon aufgefallen, dass der eben ziemlich viel an Viren, die keine Viren sind, erkennt. Sogar meine eigene Webseite. Das ist mir auch aufgefallen, das wurde hier bei dem Test von avtest.org wiedergespiegelt. Und ja, kann man leider nichts machen, müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten an ihrer Software. Aber man muss sagen, Bitdefender hat auch sehr gute Scan-Mechanismen, die eben sehr gut Viren erkennen und da passiert es halt dann ab und zu, dass die ein bisschen zu genau hinschauen und dann eben normale Dateien als Virus erkennen oder Webseiten. Genau, Kaspersky und die anderen, G-Data, McAfee, ESET, Avast und Norton, haben hier gut gearbeitet und haben eben keine Fehleralarme, sage ich jetzt mal, genau gehabt. Gut, dann kommen wir zu den Preisen, natürlich auch ein relevantes Thema bei der Entscheidung. Ich habe jetzt die Preise recherchiert von der offiziellen Webseite für ein Jahr und ein PC. Und ja, die zeige ich euch auch, dann könnt ihr die Entscheidung euch leicht machen. Ich springe nochmal auf die andere Seite, dann seht ihr alle Preise. Und Kaspersky ist hier mit 28 Euro. Ja, kostet halt der Virenscanner. Wir reden hier immer von den Premium-Versionen, also Total Security und Internet Security. Links kommen auch unter das Video
Da findet ihr dann eben den Test zum Beispiel oder halt den Virenscanner zum Kaufen. Genau. Dann haben wir Chidata mit 40 Euro, ziemlich teuer. Was bei Chidata halt der Vorteil ist, sie versprechen, dass die Daten in Deutschland bleiben. Also wenn dir das wichtig ist, dass die Daten in Deutschland bleiben, dann musst du natürlich Chidata wählen. Genau. Dann Bitdefender 27 Euro, ganz solider Preis. McAfee 30 Euro, EZ 34 Euro, Avast 40 Euro und Norton 30 Euro. Genau. Ja. Dann haben wir hier die Preise. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du direkt auf der Webseite kaufst, sind sie teurer. Ich würde mal bei Amazon schauen. Ich tue dir auch die ganzen Links zu den Virenscanner auf Amazon rein. Hier kannst du dann nochmal was sparen. Das hier sind die Preise von der offiziellen Webseite. Aber wenn du sparen willst, würde ich sie über Amazon kaufen. Genau, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Ich habe ein paar Sachen schon so erwähnt. Also die Auswahl individuell nach Bedürfnissen gestalten. Also je nachdem, ob du viel surfst oder viel Anwendungen öffnest in Bezug auf Sicherheit, Geschwindigkeit und Bedienbarkeit oder halt wo du die Daten abspeichern willst. Deutschland, Russland und so weiter. Genau. Jeder Virenscanner hat Vor- und Nachteile. Logisch, manche Virenscanner haben mehr Funktionen oder andere Funktionen. Deswegen gibt es ja auch so viele und du musst eben schauen, dank diesem Video hast du es jetzt leichter, was für dich am optimalsten ist. Genau. Und ja, so kannst du es eben entscheiden. Jo, dann. Jeder Virenscanner, wo sollten die Daten gespeichert werden? Genau, das habe ich ja gerade angesprochen. In welchem Land zum Beispiel, welcher Firma vertraust du? Bei Virenscanner ist auch der Punkt immer zwischen Entscheidung zwischen Sicherheit oder Komfort. Entweder bist du halt sicherer, zum Beispiel wie bei Bitdefender und hast Fehlalarme, oder du nimmst den Komfort, hast nicht so einen starken Virenscanner, der aber halt dafür dein PC nicht langsamer macht und halt auch keine falschen Alarme hat. Und dann jetzt auch noch mal hier zum Schluss, warum kein Windows Defender? Natürlich kommt dir bestimmt jetzt irgendeiner, was ist mit Windows Defender, der ist doch auch so toll. Das haben sie auf Heise gesagt. Ganz einfach, schau dir das Video hier oben an, nein, hier oben. Ich verlinke es dir. Ich habe Windows Defender getestet mit meinen eigenen Scans. Und wenn dich das interessiert, warum kein Windows Defender, schau einfach hier oben vorbei. Ich blende dir das Video ein. Dann weißt du genau, warum nicht, warum der hier nicht auftaucht. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bleib wie immer sicher. Abonnier den Channel für mehr IT-Sicherheit und IT allgemein. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Peace.